So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit dem Format eine Stunde lang und ihr seht schon im Hintergrund, es ist irgendwie eine kleine Überraschung hier rausgekommen, denn es ist einfach mal so Plants vs. Zombies Battle for Neighborville geshadow dropped worden und ich werde euch in dem Video nicht nur ein paar Infos zum Spiel sagen, sondern auch viel vom Spiel zeigen in einer Stunde und werde das Video auch komplett durchkommentieren. Der Schnapper hier hat irgendwie jetzt hier den halben Bildschirm mit seinem Kraut zugemüllt. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch ein paar Infos zum Spiel sagen, bevor es losgeht. Ja, das Spiel ist jetzt in der Founders Edition, also besser gesagt in der Founder Nachbar Edition rausgekommen. Das heißt, ihr könnt euch das Spiel jetzt für 29,99 € holen. Wenn ihr EA Access habt, dann spart ihr nochmal 10% am Preis und könnt noch ein bisschen mehr sparen. Und ihr könnt dann das Spiel 6 Wochen vor Release, also wenn es dann am 18. Oktober ganz normal als Standard Edition erscheint, könnt ihr das Spiel schon zocken. Und ich finde es richtig cool, denn nicht nur der Preis ist richtig gut, sondern auch, dass man das einfach jetzt schon spielen kann. Der Grund, warum das Spiel jetzt schon als Founder Edition verfügbar ist, ist, die Entwickler wollen das Spiel mit der Community zusammen entwickeln. Sie wollen mit der, also es ist schon fertig, nur die Entwickler wollen mit der Community zusammen verschiedene Features vom Spiel testen, verschiedene Sachen vom Spiel ausprobieren und wollen dann dafür sorgen, dass wenn das Spiel am 18. Oktober rauskommt, eben in einem super Zustand veröffentlicht wird, gebalanced ist und alles richtig gut funktioniert. Das finde ich richtig cool und ihr seht es jetzt hier schon im Hintergrund, es gibt dann verschiedene Sachen, die man bekommt, wenn man sich die Gründer Edition holt oder die Nachbar Edition und die sich jetzt schon kauft. Das heißt, wenn dann das Spiel am 18. Oktober rauskommt, müsst ihr nichts weiter machen, außer das Spiel weiterzocken. Ihr müsst kein extra Geld nochmal bezahlen oder sonst irgendwas und ihr bekommt alle gleichen Inhalte wie die Leute, die das Spiel dann in der normalen Edition holen. Und wenn man als Founder oder Gründer mitspielt, kriegt man jede Woche Belohnungen. Also es lohnt sich wirklich, sich jede Woche einzuloggen. Man sollte sich auch einloggen, um dann die Belohnungen auch zu bekommen. Und die Fortschritte, die man hat und die in dem Spiel dann freigeschalten werden, werden alle in die Standardversion übernommen. Die Founder Edition kann man sich nur bis zum 30. September holen und das ist auch nur digital möglich. Das heißt, man kann sich die Edition nur digital holen und ansonsten bleibt alles gleich. Ab 18. Oktober gibt es das Spiel dann ganz normal für jeden anderen. Und es wird auch eine Deluxe Edition geben. Für die Leute, die die Founders Edition geholt haben, können dann für 10 € die Deluxe Edition upgraden. Und dann habt ihr eben alle Vorzüge der Deluxe Edition. Das ist aber auch nicht ein Muss. Also man muss das nicht machen, man kann es machen. Und dann hat man das Spiel eben ganz normal am 18. Oktober dann so, ohne irgendwie mehr zu bezahlen. Das andere Coole ist auch, dass man 6 Wochen lang jetzt neue Inhalte spielen kann, neue Multiplayer-Mode, neue Regionen werden freigeschalten, die vom 4. bis 17. Oktober dann jede Woche neue Inhalte ins Spiel reinkommen werden und dann am 18. Oktober erscheint dann die Standard Edition für 40 €, die Deluxe Edition wird, denke ich mal, dann 50 kosten und ansonsten, ja, bleibt alles so und ihr könnt dann das Spiel ganz normal genießen. Ich werde aber zu den Sachen nochmal ein extra Video machen, was mit der Founder Edition genau auf sich hat, was ihr da alles bekommt. Und jetzt seht ihr schon im Hintergrund, jetzt fängt das Spiel ganz normal an. Und allein das finde ich schon sehr cool. Der Style vom Spiel ist natürlich wieder so wie in Garden Warfare 2, also so ähnlich. Und die Grafik sieht auch richtig, richtig schön aus. Es läuft natürlich wieder mit der Frostbite Engine. Das bedeutet, man hat hier wieder die richtig coole Grafik-Engine, die natürlich auch in Battlefield und Battlefront 2 eingesetzt wird. Und hier im Hintergrund sieht man jetzt gerade, man wird ein bisschen eingeführt in alles. Es ist auch wunderschön animiert, wie die Blume hier agiert. Die hört sich auch richtig cool an. Und ja, da werden wir jetzt eben in das Ganze ein bisschen herangeführt. Das ist normal. Man wird jetzt erstmal, es wird einem alles gezeigt im Spiel, wie es ja auch in Garden Warfare 2 war. Und man sieht jetzt eben, wie alles funktioniert. Man kann die verschiedenen Stationen dann ansteuern und sich das anschauen. Und das Spiel wird aber so sein, dass es verschiedene große Social-Areale hat, in denen man sich dann
ja, mit seinen Freunden oder mit Random-Spielern ja, rumlaufen kann, spielen kann, verschiedene Challenges machen kann, Rätsel lösen kann, Easter Eggs suchen kann, sich umkleiden kann und so weiter. Ihr seht es ja gerade auch hier, es wird einem alles nochmal gezeigt, was man hier so machen kann. Und ja, das ist auf jeden Fall so, wie sie es schon sagt, wie die Sonnenblume es hier schon sagt. Es kann ein bisschen überfordern am Anfang, weil es eben sehr viel Inhalt ist, das das Spiel hat. Und es ist dann auch so, dass eben jede Woche neuer Inhalt ins Spiel dazukommt, bis es dann am 18. Oktober offiziell erscheint. Und ich finde es richtig cool, dass die Entwickler jetzt mit der Community zusammen eben hier das Spiel dann auch ja, zusammen entwickeln oder besser gesagt verbessern, bis es dann erscheint. Und es wird auch so sein, dass vom 4. September an in der ersten Woche wird es den PvP-Modus Revierübernahme geben. Und da gibt es dann das Stadtzentrum als Pflanzen-PvP-Region und Anpassungsbelohnung ist die Strand- oder die Brandabwehr. Am 10. September kommt Woche 2. Da wird dann Zombie-PvP-Region kommen, also die Zombie-PvP-Region. Dann Teamsieg-PvP-Modus und die ultimative Star-Champ-Anpassungsbelohnung. Und dann im 7. September, Woche 3, kommt dann Garten- und Friedhof-Kommando, PvE-Modus, gemischter Modi, PvP-Modus und Dave-Blasen kommen dann als Siegestafel-Wochenende. Dann am 24. September startet Woche 4. Das ist die letzte Woche, in der man die Gründernachbar machen kann, also indem man eben die Founder Edition sich holen kann. Da kommt dann Stallkönig, Pflanzen-PvP-Region. Die Verstärkung, das ist ein wöchentliches PvP-Ereignis. Und Tapferkeitserbse ist eine Anpassungsbelohnung. Am 1. Oktober kommt Woche 5. Da kommt die Kampfarena, der PvP-Modus, Stadtzentrum, Zombie-PvP-Region und Rasen der Verdammnis-Festival-Ereignis. Und dann ist eben dann auch bald der 18. Oktober und da wird das Spiel dann veröffentlicht. Jetzt seht ihr schon hier im Hintergrund. Ich bin hier am Rumlaufen, ich schaue mir ein bisschen die Umgebung an. Hier gibt es wie in GW2, eigentlich ist ja Battle for Neighborville einfach GW3. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Es heißt bloß nicht GW3. Und ihr seht jetzt hier, man hat verschiedene Möglichkeiten, was man hier machen kann. Man kann hier kleine Minispiele machen, wie zum Beispiel hier auf dem Klavier rumspringen. Oder man kann dann auch einen Schießstand besuchen. Und man hat hier ganz viele Möglichkeiten, was man hier alles untersuchen kann. Und ich denke mal, dass es hier auch wieder richtig, richtig viele Easter Eggs geben wird. Viele geheime Orte, die man entdecken kann, die ja auch in Garden Warfare 2 dabei waren. Und es wird auf jeden Fall sehr viel zum Entdecken geben. Hier zum Beispiel kann man dann die Charaktere wieder promoten. Das läuft wieder so ab Level 10 kann man einen Charakter promoten, also aufleveln und dann ist er eben höher. Ihr seht jetzt auch hier laufen andere Spieler rum, die schauen sich natürlich auch alles an. Hier gibt es dann so eine Kapsel Rewardotron, also da kann man sich dann gewisse Belohnungen abholen für Coins. Und hier hat man dann diese kleinen Nebenmissionen, die man machen kann, wie ihr ja oben schon seht. Ich muss 8 Stationen anlaufen und dort dann verschiedene Missionen machen. Und wenn man hier rumgeht, das sind dann immer wieder verschiedene Charaktere, die man ansprechen kann, die dann einen Missionen geben. Hier zum Beispiel sieht man jetzt wieder so eine kleine Box, wo man sich dann wieder was holen kann. Und hier hinten zum Beispiel ist der Schießstand. Also es sieht schon wirklich unfassbar schön aus, ne? Also die Umgebung sieht einfach richtig toll aus. Und die Grafik ist richtig toll. Die Animationen von der Erbse sind auch richtig schön. Also die haben sich da wirklich nochmal richtig viel Mühe gegeben, hier das Design nochmal eine ganze Ecke zu verbessern, was das von GW2 an zu jetzt Battle for Neighborville angeht. Und jetzt können wir hier kurz eine Mission machen. Das sind diese kleinen Nebenmissionen. Und hier müssen wir jetzt 5 Ziele zerstören. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Die Erbse steuert sich ziemlich ähnlich wie in GW2. Bloß natürlich, ihr dürft nicht vergessen, das ist jetzt ein komplett neues Spiel. Das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Spiel, also Feeling. Und es hat sich natürlich auch einiges getan im Spiel. Also es hat sich einiges verändert. Die Charaktere ist jetzt so, dass es auf jeder Seite 10 Charaktere gibt. Dafür gibt es aber auch 6 neue verschiedene Klassen.
Und diese 10 Charaktere auf jeder Seite haben aber so viele verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, dass man pro Klasse kann man auch 3 verschiedene voreingestellte Einstellungen sich anschauen und man kann dann selber auch die Charaktere dann nochmal anpassen. Und durch die Fähigkeiten, die man ausrüsten kann und durch die ganzen Perks, sage ich jetzt mal, kann man den Charakter so verändern, dass er sich eben komplett anders spielt. Und das finde ich richtig gut. Es gibt zwar jetzt nicht mehr Varianten von den einzelnen Charakteren, aber durch die Anpassungen und durch die, wie gesagt, durch die verschiedenen Fähigkeiten, die man ausrüsten kann an einer Klasse, hat man dadurch selber seine Klasse, die man sich erstellen kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. So, jetzt müssen wir hier eine weitere Mission machen. Und hier kann man sich ein bisschen XP holen und dann schneller aufsteigen. Das konnte man auch schon im Garden Warfare 2. Und hier ist es jetzt eben so, dass man dafür Coins braucht, um sich dann hier aufzuleveln. Was ich richtig cool finde, auch dass das eben verschiedene Elemente wieder aus dem alten, ja, Garden Warfare gibt, die hier dann ins Spiel auch mit reingekommen sind. Es ist auch so, dass es wieder richtig coole Karten gibt im Spiel. Davon gibt es 12 an der Zahl. Und das Coole daran ist auch, dass das 12 Revierübernahme-Maps sind. Die Maps werden aber dann auch in anderen Modi spielbar sein. Es gibt zum Beispiel einmal Neighborville, Stadtzentrum, einmal Stallkönig, Schrägwald, Kolossales Fossil, Gänseblümchenweg, Glibbergulli, dann Holzhausen, Pfirsichviertel, Ruinöse Ruinen, Z-Tech-Fabrik und Wendepunkt. Das sind die Maps, die es im Spiel geben wird. Ich werde dann auch natürlich zu den einzelnen Maps Videos machen und Let's Plays, damit ihr auch die Maps ein bisschen sehen könnt. Ich werde zu jedem Charakter ein Let's Play machen und so weiter. Das ist natürlich klar. Jetzt hier sieht man dann die verschiedenen Stationen wieder im Spiel, die verschiedenen Sachen, die man sich hier anschauen kann. Hier zum Beispiel die Umkleidekabine, die man klar wieder nutzen kann, um seine Charaktere nicht nur anzupassen, sondern auch die verschiedenen Perks und Fähigkeiten der Charaktere dann einzustellen. Und hier ist es jetzt so, hier seht ihr ja die verschiedenen Charaktere, die sind dann eingeteilt in Angriff, Verteidigung und Support oder Unterstützung. Und hier haben wir natürlich wieder Charaktere, die zurückkehren aus Garden Warfare 2. Dann hier zum Beispiel den neuen Charakter, den Nachtbräuling. Und hier kann man sich dann verschiedene Charaktere anschauen. Hier ist zum Beispiel auch ein neuer, das Drachenmäulchen. Dann hier der Kaktee oder die Kaktee aus den anderen 2 Garden Warfare Games. Die Zitrone ist auch wieder da. Dann gibt es wieder einen neuen Charakter, der mit dazu gekommen ist. Die Eichel. Und dann die Sonnenblume und Rosie. Und hier gibt es dann aber auch, ihr seht es schon oben, Eichel 1, Sonnenblume 1. Da gibt es dann die 3 Voreinstellungen dieser Charaktere und die kann man dann testen. Oder man stellt sich dann selber den eigenen Charakter zusammen. Das sieht man dann auch an der Anzeige mit den Upgrades. Und dort kann man den dann einstellen. Und hier sehen wir jetzt auch schon, hier hat man dann verschiedene Einstellungen, die man wählen kann. Man hat nur eine bestimmte Anzahl, die man verwenden kann, also 7 Punkte. Und dann seht ihr, was eben welches Upgrade verbraucht, also wie viele Punkte das verbraucht. Und dann müsst ihr eben wählen, nehme ich jetzt etwas, wo ich mehr Level bekomme, nehme ich etwas, wo ich mehr Gesundheit bekomme. So kann man sich eben die eigene Klasse zusammenstellen und dadurch dann eben die Klasse wählen oder die Klasse sich zusammenstellen, die einem persönlich am besten liegt. Und das finde ich richtig cool, denn dadurch wird das Spiel individueller und man hat eben die Möglichkeit, dann sich selber seinen Charakter so zusammenzustellen, wie man das haben möchte, ohne jetzt groß auf irgendwas verzichten zu müssen. Man muss halt nur schauen, dass die Punkte, die man einsetzt, auch die Anzahl der Punkte, die zur Verfügung stehen, dann ja, zur Verfügung hat. Und das wird dann im Laufe des Spiels natürlich neue Fähigkeiten freischalten. Es werden neue Perks freigeschaltet. Und die kann man dann auch wieder ausrüsten. Ihr seht auch die XP, ne, kann man immer wieder eingeblendet sehen. Jetzt hat hier einer ein Feuerwerk gestartet, der hat bestimmt irgendein kleines Minispiel gemacht. Und wir werden jetzt mal weiterschauen, was hier noch alles gezeigt wird.
Und ich finde es richtig cool mit diesen kleinen Sonnenblumenmissionen, dass man dadurch ein bisschen ans Spiel herangeführt wird, dass einem jede wichtige Station im Spiel gezeigt wird und dadurch lernt man das Spiel dann auch ein bisschen besser kennen. Und jetzt haben wir die Mission abgeschlossen mit dem Upgrade und jetzt können wir dann zur nächsten Station weitergehen. Und ich finde halt wirklich richtig, richtig schön, wie unfassbar viele Details das Spiel auch hat. Ja, also wenn man sich das hier alles anschaut, wie unfassbar viel da rumsteht und rumhängt. Also das alles zu entdecken und die ganzen Easter Eggs dann auch zu sehen. Ich glaube, das wird richtig lange dauern, das alles dann sich anzuschauen. Und es soll ja drei große Regionen geben, Social Re Regionen, wo man sich dann eben, wo man rumlaufen kann mit seinen Freunden und dann spielen kann. Und dann gibt es ja noch die Multiplayer-Maps und die ganzen anderen Modi, die man zocken kann. Also da hat man wirklich ordentlich was zu tun. Und das finde ich richtig cool. Ja, jetzt sind wir hier bei der nächsten Mission. Wir müssen jetzt zu Rooks gehen. Rooks kennt ihr ja bestimmt auch. Für die Leute, die Garden Warfare gespielt haben, kennen ja, oder Garden Warfare 2 besser gesagt, kennen ja Rooks. Rooks hat immer wieder coole Gegenstände verkauft und die dann für einen bereit gehabt. Jede Woche gab es dann immer wieder andere Gegenstände. Jetzt sieht man hier auch wieder Rooks, der dann hier wieder da ist. Und jetzt ist es so, dass man hier als Founder, also eben, wenn man sich jetzt schon das Spiel holt, kriegt man eben verschiedene Anpassungen, die dann für die Founder Edition sind. Und man sieht dann auch immer, was es ist, ein Hut oder Brille und so weiter. Und jetzt in diesem Battle for Neighborhood Garden Warfare, oder besser gesagt, für mich ist das Garden Warfare 3, ja, wird man so viele Anpassungen haben wie nie zuvor und auch so verrückte wie nie zuvor. Also es wird hier wirklich richtig, richtig heftige Anpassungen geben und so umfangreich und so krass, wie es eben nie zuvor war. Und ich habe schon einige gesehen im Spiel, einige Anpassungen und die sahen wirklich richtig, richtig krass aus. Also da gab es wirklich heftigste Anpassungen und sah einfach richtig cool aus, was man da so gesehen hat. Und richtig, richtig cool auf jeden Fall. So, jetzt sind wir hier bei der nächsten Station, weil wir ja die Mission abgeschlossen haben, kriegen wir jetzt wieder ein paar Coins. Und dann können wir auch zur nächsten Sonnenblume rübergehen. Ich finde auch die Stimmen und die Charaktere, wie die gemacht sind, das hört sich wieder richtig, richtig gut an. Und auch die Sonnenblume, die am Anfang dann uns diesen Auftrag gegeben hat, die hat sich so cool angehört. Also richtig, richtig cool. Die haben sich da wieder richtig viel Gedanken gemacht und viel Mühe gegeben, hier mit viel Liebe zum Detail das alles umzusetzen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den wir lernen. Die Ausdrücke oder besser gesagt die Gesten und die verschiedenen Dinge, die man im Spiel dann sagen kann. Weil wenn man sich klar in diesen Social-Bereich bewegt, das ist ja so ähnlich wie der Turm in Destiny bei Destiny 1 und 2, dann kann man hier verschiedene Emotes machen oder mit den Leuten über eine Schnell-Chat-Taste dann reden, sich unterhalten und nicht nur über Chat dann natürlich, sondern auch über diese ganzen Emotes und die ganzen Dinge, die man hier sagen kann. Und da kann man dann hier verschiedene Sachen auswählen, die sind dann auch in verschiedene Kategorien unterteilt. Und die kann man dann auch als Favoriten hinzufügen. Und dann hat man eben eine gewisse Auswahl. Das wird hier auch gerade erklärt. Eine gewisse Auswahl, die man dann hat, um die dann schnell auszuwählen. Jetzt wird uns hier auch erklärt, wir sollen jetzt hier eine dieser Sachen, die man hier als Schnellauswahl zur Verfügung hat, zum Favoriten hinzufügen. Und dann hat man hier dann die unter der Favoriten-Auswahl. Und dort kann man dann die ganzen Dinge dann auswählen, die man da hinzufügt. Und das haben wir jetzt auch schon geschafft. Und jetzt wird uns noch die Gesten erklärt. Auch hier gibt es wieder einige, die man dann, wenn man weiter im Spiel kommt, freischalten kann. Und wenn dann das Spiel rauskommt, denke ich, also offiziell rauskommt, dann wird es da einige mehr geben als jetzt gerade im Spiel. Es gibt aktuell nur drei Stück, aber es wird dann klar noch viel mehr geben. Und jetzt haben wir wieder einige Coins bekommen. Hier seht ihr jetzt auch die Gesten. Es gibt drei Stück. Also einmal diesen Sprung, das Lustige und dann traurig. Und auch hier kann man die sich wieder als Favoriten hinzufügen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Hier sieht man auch wieder, hier sind wieder ein paar Charaktere, bei denen dann auch wieder ein paar Missionen zu machen sind, die man erledigen kann. Das werde ich aber dann später erst machen. Das schaue ich mir jetzt noch nicht an.
Das schauen wir uns dann später an. Es gibt dann immer wieder auch die Umkleide, die man sieht. Hier ist auch wieder diese Weltkugel, wo man dann einstellen kann, ob das Spiel privat ist, ob das Spiel nur für Freunde ist oder ob man eben mit Randoms hier spielen kann. Und jetzt sind wir hier wieder. Hier sieht man auch kurz, wenn man dann auf Start drückt, welche Fähigkeiten man gerade ausgerüstet hat mit der Erbse. Und ich will jetzt ganz kurz mal in die Steuerung reinschauen, um kurz einzustellen, ja, was man hier für Steuerungsmöglichkeiten hat. Man kann natürlich die Empfindlichkeit einstellen und die Blickempfindlichkeit, Zielempfindlichkeit und Vibration und das Ganze, wie man es ja kennt. Ich wollte aber kurz schauen, ob man die Tastenbelegung ändern kann. Denn bei Garden Warfare ist es mir eigentlich ganz, ja, ist es für mich ganz gut, wenn ich dann R1 und L1 zum Schießen habe. Da fühlt sich das irgendwie für mich besser an. Das spiele ich nicht bei jedem Shooter so, aber bei Garden Warfare oder besser gesagt jetzt Battle for Neighborville oder Garden Warfare 3 hätte ich das dann schon gerne so wieder. Und das kann man dann auch einstellen. Hier Audio ist ganz klar, kann man auch wieder sich einstellen und den Sprachchat kann man dann auch an- und ausschalten. Dann können sich die Leute auch in dem Social-Raum zusammen unterhalten. Und ihr habt auch gesehen vorhin, ich war da ganz kurz drauf, man hat natürlich wieder die Statistiken, wo man sich alles anschauen kann und dort dann sehen kann, was man bei den Zombies gemacht hat, bei den Pflanzen und dann eine grundsätzliche Statistik. So, jetzt wird uns kurz hier gezeigt, wie diese Belohnungskapseln funktionieren. Das ist auch im Spiel, das ist so ähnlich wie eben der Stickerladen bei Garden Warfare 2, nur dass es hier so ist, dass man hier den Belohnotron hat und dort dann für ein gewisses Geld oder Coins sich dann hier Belohnungen holen kann und da kriegt man dann auch wieder verschiedene Anpassungen. Jetzt kriegt man natürlich in dem Spiel auch Belohnungscoins geschenkt, damit man sich die auch kaufen kann. Das ist natürlich dafür gedacht, dass man einfach genug Geld hat, um sich das dann zu kaufen, um zu sehen, wie das funktioniert. So, jetzt sehen wir hier, wir haben hier eine coole Brille freigeschalten für die Rosie und die kann man dann bei den Anpassungen dann auch verwenden. Und jetzt haben wir die Mission auch schon wieder abgeschlossen, dann können wir dann gleich zur nächsten Station gehen. Und ich finde sowas immer cool. Also ich finde es immer richtig nice, wenn man halt ein neues Spiel hat und dann ein bisschen an das Spiel herangeführt wird. Ja, es gibt sicher den einen oder anderen, der da das nicht so mag, der einfach drauf loszocken will. Aber es gibt einige Leute, die eventuell dann mit den ganzen Features, die das Spiel einem bietet, das ein bisschen überladen ist für manche und ein bisschen viel ist, weil ihr seht ja, die Areale hier sind riesig. Und dann finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man so 8 Stationen hat, wo einem eben gezeigt wird, wie das Spiel funktioniert, was man machen kann. Und dann hat man das einmal durchgemacht, die ganzen Tutorials, und dann weiß man ein bisschen, was so abgeht. Und dann kann man selber sich noch umschauen und lernt das Spiel ja auch dann nach und nach, wenn man das spielt. Und jetzt wird uns hier gezeigt, dass es hier auch einen PvP-Bereich gibt, wo man sich dann ein bisschen bekriegen kann, wo man dann auch Zombies bekämpfen kann oder auch Random Spieler. Und das ist ja so ähnlich wie im Hinterhof, ne? Also im Hinterhof gab es das ja auch. Da konnte man auf die Zombie-Seite gehen oder auf die Pflanzenseite und dann konnte man da auch ein bisschen gegeneinander kämpfen. Und hier sind wir jetzt auch in dem, ja, Schwindelpark und das sieht richtig, richtig cool aus, weil das ist nämlich ein krasser Freizeitpark hier. Also man hat hier einen richtig schönen Freizeitpark und kann hier nicht nur die ganzen Geschäfte fahren, sondern man kann hier auch mit Leuten, ja, kämpfen oder Zombies besiegen. Hier seht ihr jetzt auch, hier sind KI-Gegner, die man dann besiegen kann. Und was ich richtig schön finde, dass man jetzt auch so eine Anzeige hat, wo man sieht, wie die Gegner dann, wie viel Energie die haben. Und das andere Schöne, was jetzt auch im Spiel dazu gekommen ist, ist, dass ihr jetzt sprinten könnt mit jedem Charakter. Jeder Charakter hat jetzt eine Sprinttaste, wo man sprinten kann. Was ich auch richtig schön finde, die Animationen, wenn die Pflanze fliegt, dass sie dann ihre Arme so wedelt, damit sie sich auffangen kann und so. Also was die Animation angeht und die Grafik ist das Spiel wirklich nochmal eine ganze Ecke detaillierter wie Garden Warfare 2. Und für mich ist das, wie gesagt, Garden Warfare 3. Ja, das ist einfach, das heißt halt nicht Garden Warfare 3, aber ich finde, das sieht einfach aus wie Garden Warfare 3. Und hier hat man dann die Möglichkeit, zu den Zombies zu wechseln, auf die andere Seite. Jetzt schauen wir aber noch ganz kurz hier hin, zu unserem nächsten Auftrag und hier wird uns jetzt erklärt,
wie wir nach Hause warpen können. Ne? Also das ist klar auch wieder im Spiel. Man kann sich dann, wenn man an einer bestimmten Position ist, im Spiel wieder nach Hause warpen. Das kennen viele Leute von euch sicher auch aus Garden Warfare 2. Und das machen wir jetzt auch ganz kurz. Das ist wieder im Menü, wenn man auf Start drückt oder Options-Taste, dann kann man sich nach Hause warpen. Dann ist man einfach wieder hier. Und ja, jetzt haben wir hier den Auftrag auch wieder gemacht gleich und den werden wir jetzt kurz abgeben und dann können wir auch den Auftrag bei dem Hauptcharakter, den wir dann ganz am Anfang, mit dem wir gesprochen haben, beenden. Und ich habe jetzt nur noch kurz mal auf die Gesten geschaut. So, das haben wir geschafft und dann können wir uns gleich den Auftrag oder besser gesagt die Belohnung abholen bei der Sonnenblume. Und ich finde, wie gesagt, bisher sieht es einfach richtig, richtig toll aus. Also die ganze Stadt hier, die man hier besuchen kann, das sieht wirklich so unfassbar toll aus. Jetzt bin ich hier mal kurz bei den Weltoptionen, um das euch auch mal kurz zu zeigen. Ja, hier, wie in GW2, hat man hier die Weltkugel. Dort kann man einstellen, ob das Spiel öffentlich ist, ob das Spiel privat ist oder ob das Spiel mit KI-Kollegen ist. Das kann man dann hier einstellen. Und hier sieht man dann die verschiedenen Optionen. Und das finde ich richtig cool, dass sie das auch wieder reingemacht haben, dass man eben selber entscheiden kann, okay, ich möchte jetzt nur mit meinen Freunden spielen oder ich möchte jetzt hier mit Randoms zocken. So kann man dann immer neue Spieler dazu finden, falls man jetzt keine Freunde hat, die gerade das Spiel schon besitzen oder mitspielen. Oder man kann dann eben nur mit seinen Freunden zocken. Jetzt gehen wir ganz kurz hier hin und schließen den Auftrag ab. Ich finde es unfassbar toll, wie diese Sonnenblume animiert ist und wie die auch redet. Also richtig, richtig cool. Da haben sie sich so viel Mühe gegeben. Und auch das Design, das sieht auch so toll aus. Da haben sie sich wieder einfach richtig viel Mühe gegeben. Das ist einfach richtig schön. Und nach über 1200 Stunden ist es mal schön, wieder ein neues Garden Warfare zu haben. Oder besser gesagt, ein neues PvZ-Game. So, jetzt können wir hier die Kiste aufmachen, kriegen wieder richtig viele Coins für unsere Mission, die wir abgeschlossen haben. Und jetzt können wir dann mal weiterschauen, was es noch alles hier zu sehen gibt. Und was ich, wie gesagt, richtig cool finde auch, ist, dass jetzt diese Sprint-Taste da ist, dass man jetzt wirklich immer sprinten kann mit dem Charakter. Weil das ist auch etwas gewesen. Oh, hier ist jetzt gerade jemand. Der heilt uns hier. Wir können dem jetzt mal kurz Hallo sagen. Der wird sicher auch etwas machen, ja. Der sagt auch Hallo. Das ist halt auch schön an dem Social-Bereich hier, dass man sich hier einfach treffen kann und unterhalten kann. Und selbst ohne, ja, ohne Textchat oder ohne jetzt groß irgendwie schreiben zu können, kann man sich durch diese Gesten und durch diese Fragen und Antworten, die man hier aussuchen kann, kann man sich einfach schreiben. Und das finde ich richtig cool. So, jetzt habe ich Danke gesagt. Mal schauen, was er hier noch schreibt. Gern geschehen. Richtig cool. Also voll cool gemacht, finde ich. Und eine richtig schöne, ja, schöne Sache, die jetzt im Spiel ist, finde ich. Weil man sich dadurch dann, selbst wenn man kein Headset hat, einfach mit den Leuten unterhalten kann. Ihr seht, es gibt auch verschiedene Befehle, die man hier dann auswählen kann. Wenn man zum Beispiel dann Koop spielt oder so, dann kann man hier schnell irgendwie jemanden darauf hinweisen, dass er eben uns helfen soll oder zu uns kommen soll. Sowas finde ich immer gut. So einen kleinen Schnellchat, den man dann hier hat. Und ja, ich werde mir jetzt hier mal ein paar auswählen, um dann ein paar Favoriten zu haben. Da gibt es wirklich einige, die man hier hat. Da gibt es dann Fragen, Antworten und verschiedene andere Aussagen. Es gibt dann aber auch solche Emotes, die man auswählen kann, wo man dann, oder Emojis besser gesagt, die man dann auswählen kann. Und ich denke mal, im Laufe der Zeit, bis das Spiel dann rauskommt, werden sie eventuell noch einige andere Aussagen oder besser gesagt Optionen, was man sagen kann, im Spiel hinzufügen, um dann einfach noch mehr Auswahl zu haben. Und dann eventuell auch für den einen oder anderen Modus gibt es ja dann wieder andere Befehle, die man dann braucht. Und die werden sie dann sicher auch dann noch hier hinzufügen. Und sowas finde ich immer cool. Das ist echt eine coole Sache, coole Option, dass man das im Spiel hat. Man muss es nicht verwenden, man kann ja dann auch den Sprachchat benutzen, aber nichtsdestotrotz finde ich das schon cool, dass sie so ein Feature eingebaut haben.
So, jetzt habe ich einiges hier ausgewählt. In der Schnellauswahl ist es dann auch drin. Man sieht es dann sofort und dann kann man eben ganz schnell seine Befehle hier auswählen. So, das hätten wir gemacht. Und jetzt können wir mal weiterschauen, was wir uns hier noch anschauen können. Ja, hier rechts von mir war das Multiplayer-Portal und hier ist Rux, klar. Oh, die ist erstmal unter die Erde geflogen, die Bohne. Das ist aber auch in GW2 mal passiert. Hier, wenn man aufs Fragezeichen geht, kann man sich einfach nochmal alles anschauen, wo was ist. Also man sieht einfach, wo die ganzen Stationen sind. Man kann dann eingeblendet bekommen, hier ist das, da ist das. Und dann weiß man auch, okay, wo ist jetzt das Multiplayer-Portal, wo ist die Umkleide und wo sind die anderen Sachen, damit man auch ein bisschen Übersicht hat. Sowas finde ich immer gut oder einfach schön gelöst. Hier, der Mais ist gerade auch gesprintet. Jetzt habe ich hier eine Spezialfähigkeit aktiviert. Das ist, glaube ich, der Sprung. Genau, das ist der Hypersprung. So viel, oder zumindest sieht so aus. Und da muss man sich klar jetzt noch an die ganzen Fähigkeiten gewöhnen. Und die Charaktere haben sich auch ein bisschen verändert. Das muss man sich dann alles anschauen. Jetzt habe ich nochmal die Bohne hier gestartet. Dieses Mal ist sie nicht unter die Erde gefallen. Und ja, hier sind noch verschiedene andere Stationen. Ah, hier zum Beispiel ist ein kleiner Zwerg. Und hier kann man die Siegestafel anpassen. Was ich auch cool finde jetzt im Spiel, dass man die Tafel anpassen kann. Wenn man abgeschossen wird oder wenn man von Gegnern besiegt wird, sieht man ja immer diese Tafel, wie viele Abschüsse der Gegner gemacht hat, wie viel man selber gemacht hat. Und diese Tafel kann man jetzt im Spiel anpassen, was ich auch richtig cool finde. Das konnte man in Garden Warfare 2 oder in Garden Warfare 1 nicht machen. Hier hat man jetzt die Option, in Battle for Neighborville hat man jetzt hier die Option, das anzupassen. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass man das machen kann. Und hier gibt es jetzt natürlich noch keine anderen Optionen, ja, weil ich noch keine neuen freigeschalten habe. Aber allein, dass das Feature im Spiel ist, finde ich richtig toll. Und das zeigt, dass sie jetzt in diesem Spiel wirklich noch mehr auf Anpassung gehen, noch mehr auf Details achten. Und hier die ganzen Türen, die man hier auch sieht, ich denke mal, die werden sich alle noch öffnen. Da wird man noch viele, viele bestimmt Bereiche haben, die dann hier zum Besuchen sind. Jetzt hier ist dieses Klavier oder besser gesagt diese Orgel oder Pflanzenorgel, die man spielen kann. Hier kann man verschiedene Töne dann wiedergeben und dort gibt es auch eine Trophäe, wenn man hier das Garden Warfare oder besser gesagt das Plants vs. Zombies Thema, also die Musik vom Spiel wiedergibt mit den Tönen, mit den richtigen Tönen, dann kriegt man hier auch eine Trophäe. Und jetzt können wir mal weiterschauen. Da hinten ist so ein kleiner Garten, da ist der Schießstand. Hier kann man jetzt die Leute sehen, die hier drin sind in dem Raum. Und hier in der Übersicht sieht man dann immer nochmal, ja, was man hier alles für Fähigkeiten hat. Man kann sich auch die Entwickler-Roadmap anschauen. Also man kann sich anschauen, wo was eben noch kommen wird die nächsten Wochen. Man kann sich auch die Statistik anschauen. Und so weiter. Was ich immer eine coole Option finde, sowas im Spiel zu haben. Jetzt gehen wir aber mal hier in die Umkleide und nehmen mal den Mais. Den will ich mir einfach auch mal anschauen. Mal schauen, den können wir uns noch ganz kurz einstellen, wenn wir auf Upgrades gehen. Und ihr seht dann, je weiter unten man dann runter geht, da hat man dann diese ganzen neuen Fähigkeiten, die dann hier auswählbar sind. Was natürlich auch eine coole Sache ist, dass jeder Charakter eben dann nochmal ganz andere Fähigkeiten hat, die man dann auswählt. So, jetzt schauen wir mal. Das ist so, bei den Angriff Charakteren nehme ich dann immer ganz gern diese Option. Klar, das wird sich im Laufe des Spiels dann ändern, man wird verschiedene Dinge ausprobieren. Was ich aber auch cool finde, wenn man hier im Social-Bereich verschiedene Dinge macht, ihr seht unten die XP-Anzeige, also wenn ich hier diese Schilde abschieße oder verschiedene Zombies abschießt, dann kriegt man natürlich immer XP. Das bedeutet, ihr bekommt für alles hier im Spiel XP. Das war ja auch in GW2 so. Und das finde ich auch richtig cool. Das heißt, egal was man hier macht, man bekommt immer ein bisschen Belohnung dafür. Auch hier wieder beim Mais, die Animation sieht richtig, richtig toll wieder aus. Also, das ist halt nochmal eine ganze Ecke besser geworden, ne? Wie Garden Warfare 2. Und ich dachte am Anfang, wo ich das Spiel so gesehen habe,
so die Alpha und auch dann gespielt habe, dachte ich so, ich weiß nicht, irgendwie sieht das alles ziemlich komisch aus. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich wirklich begeistert davon und muss fast schon sagen, es ist die Überraschung des Jahres eigentlich, weil ich hätte nie damit gerechnet, dass das Spiel einfach so am 4. September veröffentlicht wird, rauskommt und dann auf einmal, ja, hat man ein neues Garden Warfare und kann es einfach schon spielen. Bis zum Release dann, wenn es dann offiziell rauskommt, kann schon verschiedene Features testen. Und das finde ich einfach richtig toll. Und auch hier, der Hof hier, den man hier sich anschauen kann, also diesen Social-Bereich, das finde ich richtig cool. Also das sieht schon echt richtig nice aus. Jetzt kann man hier zu den Zombies rübergehen, da werden wir jetzt auch mal rüberschauen, weil hier kann man dann die Teams wechseln, auf die andere Seite gehen, das konnte man auch in Garden Warfare. Oh, wir sind hier sogar der Fußsoldat. Und auch der Bereich sieht richtig, richtig cool aus. Das können wir uns natürlich gleich mal anschauen. Und hier hat man auch wieder die Gesten fröhlich, lachen und traurig. Ich denke mal, im Laufe des Spiels wird man auch hier wieder neu freischalten. Und ja, jetzt sind wir hier im Zombie-Bereich oder besser gesagt auf der Zombie-Seite. Es gibt ja dann auch nochmal extra ein Zombie-Social-Hub. Auch hier kann man sich wieder auf das Fragezeichen stellen und dann sieht man hier wieder die ganzen Stationen in dem Bereich, die man besuchen kann und sich anschauen kann. Finde ich richtig, richtig cool. Und ja, grafisch sieht es auch so toll aus, ne? Also die Details allein an dem Fußsoldaten, die man hier wieder sieht, das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, hier gibt es wieder verschiedene Türen. Ich bin mir sicher, das Spiel wird bestimmt vor Easter Eggs nur so durchströmen. Also ich glaube, da haben sie noch mal eine ganze Ecke draufgelegt, was Easter Eggs angeht. Hier unten ein bisschen Schrott. Da oben gibt es dann Promotion, wo man sich wieder aufleveln kann, wenn man dann das höchste Level des Charakters erreicht hat. Hier gibt es dann eine Station, den Tanzsaal, der Zombie-Tanzsaal. Ich denke mal, hier kann man wieder so ein kleines Minispiel machen. Er sagt uns hier auch gerade, dass man hier einen Punkterekord brechen kann oder besser gesagt, je länger man hier im Tanzstudio oder Tanzsaal durchhält, kriegt man dann eine gewisse Anzahl an Punkten und kann sich dadurch, denke ich mal, auch verschiedene Coins verdienen. Aber das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Also, ich denke mal, ich werde hier jetzt nicht wirklich weit kommen. Also die haben ja gesagt, es werden verschiedene Stationen leuchten und da wird man dann entweder drauf gehen müssen oder eben nicht. Das müssen wir einfach mal schauen. Okay, wenn man drauf geht, stirbt man. Das heißt, ich darf nicht auf diese Felder gehen. Überlebte Runden. Natürlich null. Der hier ist jetzt hier noch drin. Ja, okay, der macht es auf jeden Fall schon richtig. Wir können dem gleich, wenn er es geschafft hat, mal gratulieren. Ich muss gerade bloß schauen. Ah ja, okay, hier habe ich es. Ja, und immer wieder, wenn man dann drauf geht, startet man das dann neu. Er ist auch wieder dabei. Er hat hier den Wicht von den Zombies. Springen und Fähigkeiten deaktiviert. Ah, okay, man kann hier nicht springen. Das heißt, man muss. Ey, was? Ich wurde wieder erwischt? Alles klar. Also man kann hier auch nicht die Fähigkeiten verwenden und nicht springen. Das heißt, man muss hier ein bisschen aufpassen. Aber der hier ist wieder am Start und der macht es ziemlich gut. Ich finde auch hier wieder die Details an der Seite links und rechts sind dann die Boxen, die den Zombiesaal dann mit Musik befeuern. Und der hier hat schon richtig drauf. Okay, man sieht dann vorher die Felder, die leuchten an der Wand und die anderen Felder, die muss man dann aufpassen, dass man dort nicht reintritt. Das Ganze wird immer schneller, sieht man gerade, ja. Ah, okay, jetzt hat sie ihn auch erwischt. Aber der hat es wirklich gut gemacht, der ist schon ziemlich weit gekommen. Aber das finde ich halt auch wieder richtig cool, ne? Also, dass man hier jetzt wieder verschiedene Minigames hat. Es gab ja in GW2, gab es ja den Schießstand.
und den Fußballplatz. Hier hat man jetzt aber schon jetzt viel mehr kleine Minispiele. Auch das habe ich mir gewünscht. Ja, das war das, was ich mir für Garden Warfare 3 gewünscht habe, dass sie eben mehr Minispiele reinmachen in den kleinen, ja, in dem kleinen Hinterhof oder besser gesagt in den Bereich, wo man sich dann mit seinen Freunden bewegen kann, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, so kleine Minispiele zu machen. Und das haben sie hier jetzt im Spiel umgesetzt. Das finde ich richtig, richtig gut. Das war genau das, was ich mir gewünscht habe. Hier ist ein Super Brains. Der sieht auch wieder richtig cool aus. Ja, und hier gibt es, klar, wie bei der Pflanzenseite, den Schießstand, Rooks, die Umkleide und die verschiedenen anderen Stationen, die man sich natürlich hier auch anschauen kann. Ich denke mal, Rooks wird hier vielleicht auch Überraschungen haben. Ich weiß nicht, ob dann die hier auf der Zombie-Seite auch bei der Founder Edition dabei sind oder ob das dann immer nur auf einer Seite ist. Aber Rooks ist auf jeden Fall wieder da. Dieses Mal auf legale Art und Weise, wie er es ja gesagt hat. Und ich denke mal, hier wird man immer wieder dann Belohnungen bekommen oder er wird dann auch hier Dinge verkaufen. Und ja, der Detailgrad im Spiel ist schon wirklich enorm. Also was hier alles an Details, was man hier alles an Details sieht, auch wenn man dann eine Geste hat, die Charaktere und so, auch wie sich der Raketenwerfer hinten wieder sich bewegt und also es ist wirklich Wahnsinn, was die hier nochmal aus der Engine rausgeholt haben. Und ich bin mal echt gespannt, was für krasse Easter Eggs es hier alles geben wird. Also allein der Bereich hier wird bestimmt richtig viele Easter Eggs haben. Es gab ja dann auch in GW2 die ganzen Geheimnisse, die man lüften konnte, wie diese. Oh, hier ist auch ein neuer Charakter, der Tanzzombie. Der ist auch hier zu sehen gewesen gerade. Ja, hier gibt es immer wieder verschiedene Charaktere, die einem dann sagen, was es so für Stationen im Spiel gibt. Auch die Umkleide hier wieder. Ich denke mal, bis man hier alles entdeckt hat, das wird eine ganze Weile dauern. Und auch hier bei den Zombies sieht man wieder, ne? Wicht ist dabei, Super Brains ist auch wieder da. Und ja, die sehen auch wieder richtig cool aus hier im Spiel. Und hier können wir jetzt klar auch wieder anpassen. Die Charaktere können wieder einstellen, was jeder Charakter so machen kann. Je weiter man levelt, gibt es dann wieder mehr Optionen. Auch der Super Brains sieht hier wieder richtig cool aus. Ja, diesmal hat er auch keinen Schuh an auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht, ob das in GW2 auch so war. Aber man entdeckt klar auch hier wieder verschiedene Details. Hier ist auch wieder ein neuer Charakter, der ins Spiel dazugekommen ist. Der hat dann so einen leuchtenden Bogen, mit dem man schießen kann. Bin mal gespannt, wie der sich spielt. Miss Elektra. Das ist der Tanzcharakter im Spiel, der hier reingekommen ist. Und ich bin mal wirklich gespannt, die alle dann zu spielen. Captain Todbart ist auch wieder da, auch einer meiner Lieblingscharaktere aus GW2. Der ist auch wieder zurück mit seinem Papagei. Auch ein richtig toller Charakter in den alten Garden Warfare gewesen. Und ja, hier kann man wieder verschiedene Sachen einstellen, wie ich es ja vorhin auch schon bei den Pflanzen gezeigt habe. Und je nachdem, in welcher Kategorie man sich befindet, gibt es dann wieder andere Optionen, die dann dementsprechend, was der Charakter eben kann und was die Charakterklasse kann, was dann hier einzustellen ist. Und klar, da muss ich mich jetzt auch erstmal wieder einspielen. All-Star ist klar auch wieder zurück. Man muss sich da jetzt erstmal einspielen mit den Charakteren, muss sich anschauen, okay, was ist hier, was hat man hier für Auswahl, was hat man hier für Möglichkeiten, was man einstellen kann. Und dann muss man schauen, wie sich das dann aufs Gameplay auswirkt und was man sonst so alles machen kann. Also das ist vollkommen klar. Dann gibt es hier noch einen anderen neuen Charakter. Und da kann man dann auch wieder einstellen, was hier als Auswahl zur Verfügung steht. Es gibt ja hier auch wieder die Support-Charaktere. Das habe ich ja vorhin schon auf der Pflanzenseite gezeigt. Wissenschaftler ist auch wieder zurück. Der sieht sogar noch ein bisschen besser aus, finde ich, wie in GW2. Also auch das Design hier, was die Charaktere angeht, finde ich richtig cool. Und vor allem dadurch, dass man jetzt so krass viele Anpassungsmöglichkeiten hat, wird es auch hier so sein, dass man den Charakter so krass verändern kann, dass der komplett anders aussieht. Und deswegen denke ich mal, braucht man hier in dem Spiel keine Varianten, weil man die Charaktere dann so verändern kann, dass sie eben komplett anders aussehen. Und man hat dann durch das eigene Design komplett andere Varianten. Und das finde ich wirklich eigentlich ziemlich gut. Und hier hat man dann noch den Ingenieur, den gibt es ja auch schon
aus den alten Teilen, den gab es dann auch schon und der ist hier wieder zurück. Der sieht hier schon sehr crazy aus vom Design her. Irgendwie ist er noch dicker geworden. Ich glaube nicht, ich glaube, der hat ein bisschen mehr gegessen. Und ja, das sind die Zombie-Charaktere hier. Viele neue Charaktere dabei natürlich. Jetzt nehme ich hier mal den Super Brains. Der hat klar die Attacken wieder, verschiedene neue Attacken auch oder Fähigkeiten, die er hier verwenden kann, wie zum Beispiel, dass er so ein Schild hat, wo man dann Schüsse abwehren kann. Und hier, wenn man die Faust auflädt, da kann man dann so einen Schuss machen. Klar, da muss man sich jetzt erstmal einspielen und das alles sich dran gewöhnen, wie das funktioniert. Denn vorher hat er ja diesen Laser gehabt, jetzt hat er hier so einen Schuss. Vielleicht hat er auch wieder den Laser, man muss dann nur gucken. Die verschiedenen voreingestellten Charakter-Optionen hat man dann zur Verfügung. Hier hat er dann auch den Meteoriten oder besser gesagt diesen Kometen, den er abschießt. Und ja, die Sprint-Taste, ne? Ich habe es euch ja gesagt, jeder Charakter kann sprinten. Sieht auch richtig cool aus. Wir gehen jetzt aber nochmal zur Pflanzenseite rüber und werden dann hier nochmal ein bisschen uns den Bereich anschauen. Oh, hier sieht eine richtig coole Erbse ist hier rumgejumpt. Der sieht ja schon mal richtig cool aus. Und ja, ich werde jetzt hier mal, denke ich, nochmal diesen also diesen Belonotron aktivieren. Und ja, hier haben wir wieder eine neue Anpassung freigeschaltet. Ich denke mal, dass es auch wieder dann so ein Stickeralbum geben wird, wo man dann nachschauen kann, was hat man schon freigeschalten für die verschiedenen Charaktere. Welche Anpassungen hat man freigeschalten? Ich denke mal, das wird wieder, und der sieht ja auch richtig cool aus, das wird wieder möglich sein, dass man das dann sehen kann. Und ja, die ganzen Türen, die man hier sieht im Hintergrund, ich denke mal, das wird dann so sein, dass hier verschiedene Easter Eggs sind, verschiedene Türen, die dann im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Und allein jetzt ist das Spiel ja schon vom Ausmaß her, was man hier an Optionen hat und an Möglichkeiten ist es ja jetzt schon größer wie GW2 und es wird ja im Laufe bis zum Release wird es ja noch viel mehr Bereiche geben, die dann zur Verfügung stehen. Ja, es wird drei Social-Bereiche geben und dann die ganzen anderen Bereiche noch. Also richtig, richtig viele Areale werden hier noch dazukommen. Und hier ist der Bereich, wo man dann die Charaktere promoten kann. Immer wenn man auf Stufe 10 ist mit einem Charakter, kann man den dann promoten und dann kann man wieder aufleveln und das Ganze kann man bis zu 5-mal machen. Also man kann wieder bis zu 5-mal den Charakter promoten. Und ich bin dann wirklich gespannt, was man da alles dann freischalten wird, wenn man die Charaktere promotet. Und das wird sicher wieder richtig cool. Also hier sieht man dann auch, wenn man die Charaktere promotet, wie viel Erfahrung die schon gesammelt haben. Und dann auch, was als nächstes freigeschalten wird, finde ich auch richtig schön, dass man sich dann anschauen kann, okay, was schaltet man als nächstes frei mit den Charakteren? Finde ich richtig übersichtlich auch gemacht. Und das gab es ja auch schon in GW2, da war das ja ähnlich. Und jetzt hat man das hier eben bei dem Promote-Bereich, wo man das dann sehen kann. Finde ich richtig cool. Ja, alles wirkt in dem Spiel einfach noch ausgereifter und noch, ja, wie soll man sagen? Noch besser irgendwie. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass sie noch mehr auf die Details geachtet haben, noch mehr auf die Übersicht, dass alles noch ein bisschen übersichtlicher ist. Und ja, grafisch hat es noch mal eine ganze Ecke zugelegt, auch was die Animation angeht. Das sieht wirklich unfassbar gut aus. Ich denke mal, wir werden jetzt mal in den, ja, PvP-Bereich gehen. Hier sieht man, ne, man hat auch wieder diesen Hülsenhüpfer, der ist auch wieder dabei. Und den Freizeitpark allein da hinten. Ne? Also das sieht ja so unfassbar geil aus. Und genau sowas habe ich mir gewünscht. Ne? Das war wirklich das, was ich mir für GW2 schon gewünscht hätte, dass es mehrere Bereiche gibt, wo man dann einfach, ja, hier rumgehen kann. Hier hat man jetzt so ein, ja, Riesenrad, wo man einfach mitfahren kann und dann fährt man hier Riesenrad. Ja, ich finde sowas richtig, richtig cool. Für den einen oder anderen mag das eventuell nicht so spannend sein, ja, hier einfach rumzufahren. Aber stellt euch das mal vor mit euren Freunden. Ihr seid hier im Social-Bereich, ja, bewegt euch zusammen mit den Leuten hier und schaut euch diesen Bereich an, sucht Easter Eggs und könnt dann einfach mal so chillig hier im Social-Bereich oder in diesem Bereich euch einfach mal mit Riesenrad fahren oder mit Autoscooter oder was da alles noch dazukommen wird, das weiß man jetzt noch nicht alles. Aber das finde ich richtig, richtig cool, sowas. Hier gibt es dann auch verschiedene
ja, Stände, die man hier sieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass im Laufe der Zeit, wenn das Spiel dann mit neuen Inhalten versorgt wird, dass hier die ganzen Stände, da wird es dann Charaktere geben, die dann einen verschiedene Aufträge geben und verschiedene Missionen sagen. Hier gibt es immer wieder so kleine ja, was heißt Schießstände, sondern so kleine Ziele oder wo man eben drauf schießen kann. Und da kriegt man dann auch wieder XP dafür. Hier sind jetzt wieder Zombies, das ist klar, weil es gibt ja hier den Eingang der Zombies und den Eingang der Pflanzen, wo man hier die verschiedenen Bereiche hat. Und ich werde hier gerade auch von ein paar Zombies abgeschossen. Ich finde aber auch so die Anzeige, also die Anzeige von der Energie und so und auch die Anzeige von den Gegnern, die man abschießt, finde ich richtig schön, dass man da eben die Energie sieht, dass man da angezeigt bekommt. Ja, wie viel Energie hat der Gegner noch? Wie viel Schaden macht man? Ist alles halt noch ein bisschen übersichtlicher und ausgereifter gemacht. Finde ich richtig, richtig gut. Und ja, die machen schon ordentlich Schaden. Also wenn mehrere Zombies auf einmal auf einen schießen, dann geht es schon ganz gut ab, ne? Also muss ich schon sagen, man verliert da schon ordentlich Energie. Und ich bin da mal gespannt drauf, wie das dann wird, wenn dann andere Charaktere sind. Und zum Beispiel, wenn man dann Garten und Friedhöfe spielt, ne, auch der Modus wird ja auch dann im Spiel reinkommen. Also, das wird noch richtig, richtig cool. Auch hier wieder, ne, riesengroßer Bereich. Da ist die Zombie, da ist der Zombie-Bereich. Also, es gibt wieder diese beiden Grenzen, die sich dann berühren von den Pflanzen und von den Zombies. Hier ist auch wieder ein Karussell oder halt etwas, wo man dann mitfahren kann. Hier sind wieder ein paar Zombies, die mich abschießen. Auch unten sieht man wieder die Munitionsanzeige oder die Anzeige, wie viel Munition man hat. Hier sind diese ganzen Ziele wieder. Ich denke mal, auch mit den Zielen wird es was auf sich haben, wenn man die alle abschießt oder wenn man mit den Zielen irgendwas macht. Dann kriegt man dafür bestimmt auch wieder irgendeine Belohnung oder schaltet irgendein Easter Egg frei oder so. Also ich denke mal, was Easter Eggs angeht, wird das Spiel vollgepackt sein mit verschiedenen Sachen, die im Spiel zu entdecken sind. Und ich glaube, das wird richtig, richtig Fun machen, dann mit seinen Freunden hier die ganzen Bereiche zu untersuchen. Ich werde euch dann auch unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link zur EA-Seite verlinken. Dort könnt ihr dann nochmal die ganzen Features nachlesen vom Spiel. Ihr könnt euch die Charaktere anschauen. Ihr könnt euch durchlesen, was nochmal mit der Founders Edition auf sich hat. Ich werde aber nochmal ein separates Video dazu machen und euch dann die Founder Edition nochmal extra erklären. Ich werde klar zu den ganzen Charakteren dann Videos machen, zu den Fähigkeiten, zu den Maps und zu den Modi. Also da wird es einiges an Videos dann geben von mir, das ist klar. Und da wird einiges dann von mir kommen. Also hier allein im Bereich finde ich so toll, ne? Also ich bin bisher richtig begeistert vom Spiel. Hier ist auch wieder jemand, der sieht aus wie ein Panda als Zitrone. Sieht ja auch richtig cool aus. Und der schreibt auch wieder hier, wie geht's dir? Richtig cool. Hallo, ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier schreiben geht gut und selbst oder so. Aber ich denke mal, das wird's sicher irgendwo geben. Aber ich finde es halt so cool, dass sie diese Option ins Spiel eingebaut haben, ne? Dass man sich hier mit seinen Leuten unterhalten kann, dass man hier mit den Leuten sprechen kann und hier die Möglichkeit hat, sich über diesen Schnellchat unterhalten kann. Und dann später kann man dann sich auch ja, Headset anschließen, den Sprachchat aktivieren. Den müsst ihr aber in den Optionen einschalten. Der ist nicht von Anfang an eingeschalten. Das heißt, ihr müsst den Sprachchat dann schon aktivieren und dann im Spiel eben mit den Leuten euch unterhalten. Finde ich aber, wie gesagt, richtig, richtig cool. Und da haben sie sich wirklich Gedanken gemacht und ist einfach toll bisher. Also bisher finde ich das Spiel richtig cool. Und ja, bin mal gespannt, was da alles noch so kommen wird im Spiel, was die da alles noch so für Features reinbringen. Und klar, finde ich auch cool, dass die Entwickler jetzt mit der Community zusammen das hier gestalten, das Spiel verbessern und anpassen. Einfach richtig cool gemacht. So, jetzt schauen wir hier mal, was es hier noch für Möglichkeiten gibt da hinten. Hier ist auch wieder Future Zone mit PH geschrieben. Und hier ist so ein Zombie-Arcade-Bereich. So, jetzt schauen wir mal da. Okay, hier gibt es keine Ziele mehr. Aber da oben ist auch wieder ein Fahrgeschäft. Da kann man bestimmt wieder. Hier sind wieder ein paar Ziele. Man kriegt ja auch für jedes Ziel immer XP, was auch richtig cool ist.
Ja, hier gibt es so viel zu entdecken. Ne? Also diese Stände, wie gesagt, finde ich, da gibt es bestimmt dann später Charaktere, die man halt einfach, wo man hingeht, dann verschiedene Aufträge macht und mit den Charakteren spielen kann. Oder so kleine Nebenmissionen machen kann. Und ja, finde ich richtig cool. Es gibt auch jetzt schon Trophäen. Das heißt, wenn ihr das Spiel euch holt, dann könnt ihr schon Trophäen freischalten, könnt auch schon Platin machen im Spiel. Also ich weiß nicht, ob man jetzt schon Platin komplett machen kann. Aber es ist auf jeden Fall schon die Platin da. Das heißt, man wird da sicher etwas machen können. Der ist jetzt hier auf dem Karussell oder besser gesagt auf dem Fahrgeschäft unterwegs, was ich auch wieder richtig cool finde. Ne? Man kann hier einfach rumfahren und er ist hier so wieder am Schreiben. Der hat hier bestimmt hier dieses Fahrgeschäft irgendwo aktiviert oder das ist die ganze Zeit selber am Rumfahren. Aber das finde ich, wie gesagt, richtig cool. Das habe ich mir gewünscht. Und das ist etwas, was ich einfach richtig toll finde. So einen kleinen Spielplatz, wo man sich dann mit seinen Freunden, ja, unterhalten kann und einfach Spaß haben kann. Jetzt hat er hier wieder das Fahrgeschäft aktiviert und jetzt können wir hier rumfahren, denke ich mal. Ja, das ist schon echt cool, ne? Also, keine Ahnung, wenn alle Social-Bereiche so abwechslungsreich sind und so umfangreich wie allein der Social-Bereich, der hier ist, dann will ich gar nicht wissen, wie die anderen Social-Bereiche sind. Das ist ja dann wirklich ein riesengroßer Spielplatz zum Spaß haben. Also richtig, richtig cool gemacht. Wirklich richtig toll. So. Jetzt schauen wir mal, wo das hier hingeht. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich durch den ganzen Bereich durchfahren. Und man kann, währenddessen man hier durchfährt, kann man klar auch hier die ganzen Ziele weiter abschießen. Man macht dadurch dann weiter XP. Es sind dann immer wieder auch diese Zombies, die am Rumlaufen sind, die man dann abschießen kann. Und ich bin so gespannt, was man hier alles noch entdecken kann. Also, ich habe ja jetzt fast eine Stunde hier schon gespielt und noch nicht mal annähernd alles gesehen. Und vor allem die ganzen Easter Eggs. Da wird es sicher so viel in dem Spiel geben. Das ist wirklich richtig krass. Ja, man fährt hier, denke ich mal, durch den ganzen Bereich durch. Oh, der hat mich jetzt hier bisschen runtergeschossen, der Zombie. Aber den müssen wir jetzt schnell besiegen, dann können wir wieder drauf. Ich hoffe, ich schaff's noch irgendwie drauf. Ah ne, das schaffe ich nicht mehr wahrscheinlich. Ich gehe dann einfach bei ihm mit drauf. Der versucht jetzt hier rüber zur anderen Seite zu gehen. Oh, da ist er ins Wasser gefallen. Ist er jetzt gestorben? Oh, er ist gestorben. Ja, da hat sie ihn erwischt. Ja, aber das ist wirklich eine sehr coole Sache, dass man hier rumfahren kann. Und ja, ist einfach ein riesengroßer Spielplatz zum Spaß haben mit den random Leuten oder mit seinen Freunden, wenn man hier unterwegs ist. Und klar, den ganzen Bereich kann man auch auf privat stellen, dann kann man sich eben nur mit seinen Freunden hier ja, rumtollen, rumspringen und ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Auch hier wieder, hier gibt es auch wieder ein Fahrgeschäft, da kann man dann wieder drauf gehen und da kann man sich ja dann auch wieder andere Bereiche im Spiel anschauen und sehen. Und ja, da gibt es einiges zum Entdecken, einiges zum Anschauen und finde ich wirklich richtig, richtig cool. Ja, was soll ich noch dazu sagen, ne? Es ist wirklich ein riesengroßes Spiel, es gibt viel zu entdecken und es wird noch viele Videos mehr zum Spiel geben. Aber ich komme mal so zum kurzen Fazit. Also bisher finde ich es wirklich ziemlich cool, dass das Spiel jetzt in der Founders Edition schon da ist, dass man es sich jetzt schon holen kann für 30 Euro. Wenn ihr es euch für 30 Euro holt, dann oder für 10 Euro weniger oder 10% weniger, wenn ihr dann eben die EA Access Version euch holt, dann habt ihr hier schon ein richtig umfangreiches Spiel, was ihr spielen könnt. Bis zum 18. Oktober wird es weitere Inhalte im Spiel geben, bis das Spiel dann rauskommt. Und dann könnt ihr euch auf weitere Inhalte jede Woche freuen. Und wenn das Spiel dann rauskommt, müsst ihr nichts weiter machen, als das Spiel weiterspielen. Hier sieht man jetzt gerade einen Spieler, der mich hier noch abschießt. Aber das ist eben auch der PvP-Bereich, da kann man dann gegeneinander spielen. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Das war jetzt mal eine Stunde lang komplett durchkommentiert. Ich habe euch einige Features vom Spiel gezeigt. Natürlich noch nicht alles, denn das Spiel hat so viel Umfang, das kann man nicht in eine Stunde packen. Aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Unten in der Videobeschreibung ist nochmal ein Link zur EA-Seite. Da könnt ihr draufgehen, könnt euch nochmal alle Features durchlesen. Ich werde euch den Trailer vom Spiel verlinken und auch dann nochmal ein Erklärungsvideo zur Founders Edition machen. Das kommt dann auch nochmal
raus und das werde ich euch dann nochmal extra hochladen und dann zeigen und dann nochmal über die Features reden. Es werden noch andere Videos zum Spiel kommen und die ganzen Details zum Spiel werde ich euch dann in den einzelnen Videos dann zeigen. Ja, ich danke euch dann bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten checkt mal die anderen Videos aus und wenn ihr das Spiel haben wollt, es ist jetzt im Store verfügbar. Ja, ich danke euch dann, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Monster.